Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Workers and Resources. Vielen Dank für die vielen Kommentare und die vielen Aufrufe bei den letzten Folgen. Mal wieder ein nettes Dankeschön von mir. Danke auch an Knut, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich hier drüben eine Eisenbahnbrücke gebaut habe, statt Eisenbahnschienen. Ich habe das Ganze mal direkt gelöscht, noch nicht gänzlich behoben. Aber vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Mir wäre es wahrscheinlich erst aufgefallen, nachdem ich es fertig gebaut habe. Dabei, im näheren Hinsehen hat man natürlich direkt gesehen, dass das eine Brücke ist. Ne? Aber da gibt es bei mir ja natürlich keine Garantien, dass das am Ende des Tages gut ausgeht. Ich bin gespannt, wo uns diese Reise hier heute noch hinführen wird oder allgemein in den nächsten Wochen. Wir kratzen ja, wenn man sich die Karte anguckt, gerade erst an der Oberfläche von dem, was in diesem Game hier möglich ist und von dem, was wir erreichen können. Und wir befinden uns jetzt momentan so ein bisschen an, ich sag mal, den Entscheidungspunkten, wie es jetzt schlussendlich für uns weitergehen soll. Oder für mich, uns. Ich baue, ihr helft. Und ich bin mir da nicht so gänzlich sicher. Ich produziere momentan auch nicht so viel vor. Ich bin immer nur ein, zwei Folgen vor dem, was veröffentlicht wird. Deswegen, wenn ihr Ideen habt oder auch Vorschläge habt, wie das Ganze weitergehen soll, dann immer her in den Kommentaren damit. Immerhin haben wir in naher Zukunft die Möglichkeit, Kernbrennstoff herzustellen und zu verkaufen. Also die Grundlagen dafür sind dann quasi geschaffen. Und für mich stellt sich dann tatsächlich die Frage, ob wir diesen Weg gehen sollten und wenn wir den Weg gehen, wo wir ihn gehen. Ist das eine Industrie, die wir tatsächlich hier noch mit reinschmeißen sollten? Wir haben jetzt hier eine Stadt mit 3600 Einwohnern, das wächst auch weiterhin, weil alle sind glücklich, alle sind froh. Aber wir haben hier Kleidung, Chemie und Essen, was noch nicht 100% ausgelastet ist. Also wir haben hier tatsächlich noch Puffer, um das weiter nach oben zu treiben. Wir haben hier eine mögliche Kiesproduktion, die wir aktuell noch gänzlich ignorieren. Also hier passiert überhaupt gar nichts. Dann haben wir hier jetzt demnächst unser Gaskraftwerk, was zwar nur 20 Arbeiter braucht in der Maximalauslastung oder 15, also nicht ganz so viele, aber auch das schluckt Arbeiter. Und da ist für mich jetzt die Frage, ist es tatsächlich sinnhaft, hier jetzt noch den Nuklearbrennstoff herzustellen? In irgendeiner Ecke, auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie stark da die Verschmutzung ist. Was haben wir hier? 26, 17. Okay, also wir brauchen schon einen gehörigen Abstand zur Ortschaft. Könnte man vielleicht hier oben irgendwo hinsetzen, wenn man wollen würde. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, ob man das machen sollte oder nicht. Und deswegen werde ich die nächste Folge hiernach auch erst aufnehmen. Ich verspreche nichts. Manchmal entscheide ich auch spontan, dass ich früher aufnehme. Aber ich nehme mir einfach mal vor, die nächste Folge erst aufzunehmen, nachdem ich das Feedback von euch bekommen habe und mir vielleicht ein paar mehr Gedanken dazu machen könnte. Oder aber ist das eine Industrie, die eher mit an diese Stadt dran sollte? Wir haben jetzt hier schon eine relativ große Basis. Wir haben hier die ganzen Häuser ausgeplant. Zwei Viertel sind quasi schon ausgeplant. Hier kommt ja, glaube ich, in den Berg. War das der Berg hier? Ich glaube, hier kommt irgendwo die Stahlindustrie hin. Ah nein, Quatsch. Eisen haben wir hier vorne. Hier vorne kommt die Eisenindustrie hin, die natürlich auch eine gehörige Portion Arbeitskraft braucht. Was haben wir hier? 250, 15 und 500 Arbeitskräfte. Also können wir wirklich eine Menge Arbeitskraft verbrauchen in dieser Stahlindustrie. Aber wir haben hier natürlich noch nichts anderes ausgeplant. Ne? Wir haben hier eine große Stadt, wo wir durchaus die Möglichkeit hätten, die Kernenergie noch mit anzuwerfen. Wir haben jetzt noch 1,3 Millionen Rubel in petto. Wir haben die Möglichkeit, bis zu 3,6 Millionen Rubel noch aufzunehmen in Form von Krediten. Also hätten wir auch die Möglichkeit, unser finanzielles Polster ein bisschen zu erhöhen. Aktuell geben wir auch relativ viel aus, weil wir so unfassbar viel Stahl importieren und super wenig Kleidung exportieren, sehe ich gerade. Mal gucken, woran das liegt. Produzieren die hier fleißig? Die produzieren auch relativ schnell. Da erschließt sich für mich nicht, warum der Export so schlecht läuft. Aber naja, sei mal dahingestellt. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, wie es weitergehen soll. Wir werden irgendwann auch diese Bahnverbindung hier fertig ziehen. Wahrscheinlich wird die erste Bahnverbindung hier in die Stahlwerke dann reingehen, bevor wir uns irgendwie Gedanken darüber machen, den öffentlichen Fernverkehr oder sowas zu fördern. Also da sind wir dann wirklich noch sehr weit von entfernt. Und ich bin mir da aktuell nicht so ganz sicher. Wir werden heute mal anfangen, hier wenigstens schon mal den Strom auszuplanen und vielleicht die Wasserversorgung schon mal vorzubereiten, dass wir diese Dinge hier in die Stadt schon mal bringen können. Fände ich, glaube ich, ganz gut.
Wenn das auch schon mal fertig ist, dann können wir uns vielleicht in den nächsten ein, zwei Folgen dann auch um die Heizelemente kümmern, dass wir für den Winter hier safe sind. Hier würde ich nämlich auf die kleinen Heizwerke gänzlich verzichten und ein großes Heizwerk benutzen, was dann auch in der Nähe der Eisenindustrie hier unten ist, damit wir nicht so viele Bushaltestellen am Ende des Tages betreiben müssen. Und dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich dann in diese Richtung weiter zu expandieren. Aber da müssen wir mal schauen, wo brennt ein Gebäude, bitte nicht da, wo ich gerade baue, bitte. Nein, mein Verteilzentrum brennt hier. Das wird uns jetzt auch einfach mal abfackeln. Wirklich schade. Holen wir uns hier einen technischen Dienst. Mal kurz ein paar Schneeschieber rein. Das nervt mich ja auch ein bisschen. 62. Nehmen wir mal drei Winterdienste hier rein. Und lassen die schon mal loslegen. Dass hier die Straßen ein bisschen schneller bestückt werden können, weil aktuell sind wir ja wirklich sehr langsam. Aber wir haben hier schon die erste Straße mit der Straßenlaterne, ne? Also einen kleinen Erfolg haben wir schon verzeichnet. Okay, jetzt haben wir 6 Minuten gequatscht, ohne dass ich auch nur eine Sache gebaut habe. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz, wie es um unser Kraftwerk hier hinten steht. Wo ist es? Hier oben. Nur mal so ein Zwischenstand. Ja, okay. Ah, es fehlt noch 450 Tonnen Beton. Bis das alles da ist, wird es schon noch ein bisschen dauern. Aber die erste Pumpe ist schon fertig und die ersten Rohrleitungen nehmen auch langsam Form an. Wunderbar, das heißt, vielleicht haben wir das Glück. Und das wird zeitnah fertig, sage ich, wenn der Winter jetzt irgendwann demnächst vorbei ist und die Fahrzeuge dann schneller fahren können. Aber gucken wir uns jetzt erstmal hier die weiter noch notwendige Infrastruktur an. So, hier haben wir 2 Blöcke, die relativ groß sind. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal mindestens 2 Umspannwerke. Die Frage ist, wo wir die am Ende des Tages jetzt hinwerfen. Ich denke mal, wir werden die hier, das eine packen wir hier hin. Und das andere packen wir hier hin. Immer neben die Bushaltestellen auf jeden Fall schon mal. Damit ist auf jeden Fall alles abgedeckt, was wir hier an Strom brauchen. Müssen wir kurz warten, bis der... Da ist es zerplatzt. Schade, Marmelade. Aber wir haben ja ein Abrissbüro, was jetzt direkt losgeht, hier alles fertig zu machen. Und naja, hoffen wir mal, dass uns nicht noch mehr hier abfackelt. Wäre ein bisschen schade. Aber wie man sieht, sieht man, dass unsere Stadt hier straßentechnisch schon wesentlich schöner wird. Und vielleicht machen wir irgendwann dann auch den Tag-Nacht-Wechsel an. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier habe ich einen Starkstrom-Switch und hier habe ich schon mal das Ding für die niedrigstromigen Leitungen. Jetzt habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Anschlüsse. Einmal muss ich hier hin und einmal muss ich dahin. Das heißt, tendenziell würde ich den nehmen für das erste. Fahren wir hier mal so lang. Dann bis hier. Gehen hier hoch. Und dann hier rein. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal und wir versuchen das mal so ein bisschen. Nehmen wir den, das ein bisschen so zu machen, dass wir die Dinger ineinander reinstellen. Dann haben wir hier nicht so viele Netze oder was heißt so viele Masten dann einfach stehen. So. Und jetzt gehen wir hier hin, gehen hier hoch und gehen jetzt da rein. Okay. Gut, dann haben wir den Strom wenigstens schon mal ausgeplant. Wenn mir jetzt hier noch ein Gebäude abfackelt, dann bauen wir hier die Feuerwehr fertig und holen uns da Arbeitskräfte mit dem Bus immerhin. Das machen wir dann. Aber das ist der Plan, wenn das passieren sollte. Ja gut, haben wir Strom hier. Strom hier, okay, das passt. Das heißt, das haben wir schon mal. Wasser, wo bauen wir die Pumpe hin? Die Pumpe orientiert sich natürlich auch ein bisschen daran, welchen Block wir hier als erstes in Betrieb nehmen. Und ich bin tendenziell bei dem jetzt hier, weil der auch einfach schon am fortschrittlichsten ausgeplant ist. Das heißt, wir bräuchten hier einen Wasserbrunnen. Oberflächenwasserabfluss. Was ist das denn? Das heißt, ich hole hier aus dem See das Wasser, oder was? Okay. Nee, wir machen einen Brunnen hier hin. Die Wasserqualität ist tendenziell jetzt aktuell nicht wirklich von Bedeutung für uns.
Obwohl, wir setzen ihn, glaube ich, hier hin. Ja. Ah, er muss in der Nähe des Stroms natürlich sein, ne? Hier wäre das. Ne, wir setzen ihn hier hin. Hier das. Große Pumpe. Wasseraufbereitung. Wo haben wir sie? Da. Nee, das ist zu groß. So machen wir das. Ja. Na komm. Und da auch das Rohr jetzt rein. Sorry, ich denke gerade sehr viel. Okay. Und der geht jetzt als allererstes hier rein. In unseren Wasserspeicher. Und von dort aus. Oh, warte mal. Das ist jetzt eine gute Frage. Brauche ich da nochmal eine Pumpe hinter? Das ist jetzt meine Frage. Oder reicht die Pumpe? Weil die pumpt ja nur hier rein. Und da muss es ja... Nee, ich glaube, ich brauche noch eine Pumpe. Ich glaube, ich brauche noch eine Wasserpumpe. Machen wir das so. Und jetzt müsste es funktionieren. Okay. Jetzt haben wir hier auch die Pumpe. Das heißt, wir haben hier die Wasseraufbereitung. Und hier haben wir auch noch zwei weitere Anschlüsse, wo wir Wasser in andere Richtungen weiterleiten können. Und jetzt brauche ich hier ein... Das Ding ist, hier ist genug Wasserdruck drin. Das Ding wird ja gefüllt. Und jetzt bräuchte ich keine Pumpe mehr. So, wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, um das Wasser dann in die entsprechenden Bereiche hier reinzubekommen. Das heißt, wir können Wasseranschlüsse setzen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo. Vielleicht hier in die Mitte. Habe ich da alles drin? Ja, locker. Okay. Den setzen wir hier hin. Und das gleiche machen wir hier auch relativ zentral. Müssen wir mal gucken, wo wir hier einen guten Anschluss haben. Kriegen wir hier den Weg dran? Nee, das geht nicht. Also doch nochmal woanders. Bam, bam, bam. Vielleicht hier oben. Schauen wir, ob das passt. Ja. Passt. Okay, haben wir den Wasseranschluss auch hier. Jetzt bräuchten wir einen Verteiler. Den können wir tatsächlich einfach hier hinsetzen. Und jetzt, wunderbar, gehen wir einmal hier mit dem großen Rohr rein. Und jetzt nehmen wir die kleineren. Und fahren einmal hier hin. Und mit dem fahren wir hier hin. Okay, dann haben wir jetzt das Thema Wasser schon mal in Gänze untergebracht hier auf dieser kleinen, auf dem kleinen Bereich. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie es bei unserem Kraftwerk hier oben aussieht. Na, 64% und der Nuklearstrom ist. Der Brennstoff ist gleich fertig. Passend zum Ende der Folge wahrscheinlich. Da. Müllverbrennungskraftwerk hätte ich gerne. Und hier gehen wir in Richtung Werbekampagne. Das heißt, wir können dann auch passend zur nächsten Folge wenigstens das Gebiet für Kernbrennstoff schon mal ausplanen und fertig machen. Und wenn wir das machen, dürfte sich unser Geldproblem auch erledigt haben. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Ding ist. Ich glaube, das ist ein Riesenkomplex, der kostet. Wie viel Stahl steht das hier irgendwo? Wieso stehen meine Produktionskosten hier noch nicht? Erst wenn ich es erforscht habe, oder was?
Okay, aber das Ding kostet hier alleine schon 144 Tonnen. Also irre, was für Preise da auf uns zukommen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch das Ganze für Abwasser. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir hier relativ hoch sind und Gefälle in die Richtung haben. Das heißt, wir haben hier keine Probleme, denke ich mal. Hier holen wir einen Dreckweg. Der geht erstmal einfach nur hier hin. Weil wir brauchen nämlich als allererstes jetzt hier mal kurz einen Abwasserzusammenfluss. Na, wo ist der Weg da? So, den können wir ruhig so hier hinsetzen. Der kann irgendwo in der Pampa sein. Der braucht auch keinen Strom. Der braucht gar nichts. Und dann brauchen wir jetzt das. Ich hoffe, ich habe einen Wagen zur Verfügung. Sonst müssen wir das später machen. Natürlich habe ich mal wieder keine Planierraupe zur Verfügung. Wie sollte es auch anders sein? Auch kein Bagger. Okay, dann können wir das erst später machen. Aber wir können wenigstens bis zu dieser Pumpe schon mal den Abwasser. Fluss fertig machen, indem wir hier die Dinger reinsetzen. Schauen wir mal, der könnte hier neben wahrscheinlich, richtig? Wunderbar. Ist alles abgesetzt? Alles ist abgedeckt. Wunderbar. Und der könnte, ich denke mal, hier hin. Okay, und jetzt können wir hier die Abflussrohre auch entsprechend fertig machen. Was hier los? Kein Stress machen. So, einmal schon mal hier hin. Alles wieder Kraut und Rüben bei mir übrigens. Ich bleib meinem Image treu. Okay, haben wir das auch fertig. Wunderbar. Und man sieht, wie die Straßen hier langsam alle Formen annehmen. Das gefällt mir wirklich sehr. Vielleicht müssen wir die Fußwege dann doch noch mit Laternen upgraden. Wir haben ja noch recht viel Zeit. Und je nachdem, wo dann die Entscheidung getroffen wird, mit dem Kernbrennstoff müssen wir mal schauen, wann wir tatsächlich hier anfangen, die Stadt aufzubauen. Das wird bestimmt noch ein, zwei Folgen dauern, je nachdem, ob ich das Game noch zwischen den Folgen ein bisschen mehr laufen lasse. So, wie sieht es denn hier mit den ganzen Leitungen aus inzwischen? Okay, angeschlossen wäre das Ding schon. Wasserleitungen sind auch fast ganz fertig. Machen wir mal das hier kurz auf hoch. Das hier auch auf hoch. Und diese Stromleitung hier auch auf hoch. Was ist hiermit? Und das auch auf hoch. Ich glaube, jetzt ist alles hoch, was überhaupt noch im Bau ist. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Außer das Gaskraftwerk ist alles auf hoch. Und dann haben wir hier schon wieder alle Baustellen abgeschlossen. Das heißt, es ist schon wieder Zeit für neue Projekte. Da würde ich doch sagen, nehmen wir mal hier die zwei Häuser mit in den Baubetrieb auf und holen uns nochmal 250 Einwohner. Machen das hier auch auf hoch, damit dieser ganze Komplex hier als erstes abgeschlossen wird. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Gleisen aus? Okay, hier ist fast alles gänzlich abgeschlossen. Hier ist. Genau, die werden nicht gebaut. Und die werden auch nicht gebaut. Okay, das heißt, da können die nicht hin. Wie weit sind wir denn noch von unserem Hauptzollhaus entfernt? Ah, guck mal. Oh, Stau. Die letzten Meter. Bis wir dann irgendwann da sind. Das gefällt mir. Was ist denn hier alles los? Was macht der denn? Ach, der hat einen LKW. Ah nee, der ist innen seiner versackt gewesen. Ich dachte schon. Ja, die holen Bretter und Stahl. Wie sieht es denn eigentlich hier unten aus? 100 Tonnen. 100. Wisst ihr was? Das können wir umstellen. Machen wir jetzt auch. Die sollen das jetzt hier unten herholen. Da ist schon genug drin für die paar kleinen Baustellen, die ich jetzt hier noch habe. Das heißt, die können aufhören, hier den riesen Stau zu verursachen. So, was macht der jetzt? Der hat jetzt das andere eigentlich. Ah ne, der soll. Ach, guck mal, der holt immer noch. Der soll mal wieder hier hinfahren und er soll aufhören mit diesem Schmarrn und da parken gehen. Der holt nämlich immer noch Schienenfahrzeuge und will die da hinliefern. Wie sieht es hier aus? 60. Okay, ungefähr bei einer Hälfte bis zwei Drittel Auslastung. 55%. Jetzt können wir mal was machen. Was machen die denn?
Halt, stopp. Das ist das hier. Nee, nee. Pritin, wo ist denn das Lagerhaus? Jetzt bin ich mal ganz kurz verwirrt. Ach, das ist das Zollhaus. Genau, die holen hier das. Wieso hat er hier beladen Chemikalien? Stofffabrik. Chemikalien. Ach so. Der versorgt das hier mit Chemikalien. Das ist ja komisch. Okay, Kleidung. Ich glaube, das mit dem Getreide können wir uns sparen. Wir sind wieder bei 3,3 nach dem Winter. Das mit Korn, meine ich. Das können wir rausnehmen. Mal kurz das Game pausieren. Jetzt nehmen wir das noch auf. Chemikalien entladen. Und nehmen das Zollhaus, wenn das hier auf 2% ist. Na. Chemikalien hier rausnehmen und die auch hier entsprechend verkaufen. Jetzt bin ich gespannt, ob das aufgeht. Genau, der holt Chemikalien hier ab und geht die jetzt auch verkaufen. Haben wir immerhin 56 Tonnen schon. Das nimmt auch ordentlich zu. Können wir noch eine Zusatzeinnahmequelle mit generieren. Okay. Hier haben wir auch die ersten guten Grundsteine gelegt. Das heißt, wir haben jetzt hier Süßwasserversorgung fertig. Wir haben die Abflüsse fertig bis zu diesem Punkt. Das heißt, sobald ein Planierraub fertig ist, müssen wir hier nur noch den Einfluss entsprechend haben in den See. Und dann fehlt als allerletztes nur noch die Versorgung mit Hitze, damit der Winter auch überstanden wird. Und dann könnten wir in der Tat hier alles in Betrieb nehmen. Guck mal, die ganzen Stromleitungen werden sogar schon fertig gebaut von den Fahrzeugen, die nicht an den Straßen beteiligt sind. Und zu guter Letzt dürfte jetzt hier in naher Zukunft unser Kraftwerk fertig werden, sodass wir auch das in den Betrieb nehmen können und dann keinen Strom mehr importieren müssen, was wie viel ausgemacht hat im letzten Monat? Ja, wenigstens 2000 Rubel. Vielleicht können wir sogar ein bisschen Strom exportieren, wenn wir das Ding hier dauerhaft ans Laufen bekommen mit dem Öl, das hier zur Verfügung gestellt wird. Ich bin gespannt und freue mich mit euch zusammen auf die nächste Folge und vor allen Dingen auf euren Input, den ihr vielleicht zu Beginn schon direkt geliefert habt. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und dann schauen wir mal, wohin sich unsere Republik am Ende des Tages noch entwickelt.